Das sind so viele Dinge einfach, die schief gelaufen sind, leider. Was ich mir persönlich wirklich anders gewünscht hätte. Nicht nur für mich, sondern auch für die Entwickler und auch für das Franchise. Was egal so. Nein! Geburtstag ist vorne dran. Ja. Das sind so Dinge, die ich manchmal einfach nicht verstehen kann. Ach ja, finde den Chaos Emerald. Das kann ich. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Oder auch nicht. So. Ich springe mal dahin. Schon eine tolle Idee. Immer wieder abspringen. Die richtige Schiene benutzen. Nicht, dass es da wieder Probleme gibt. Ja. Okay. Er muss die erst erledigen, bevor es irgendwie weitergeht. Was muss, das muss, ne? Das sind noch mehr Feinde, also jetzt aber. Bin ja dabei. Nein, nicht so. Nein, nicht so. Oh. Homing Attack um den Gegner herum. Warum? Weil man es kann. Manchmal läuft es hier schon sehr gut. Manchmal auch so gar nicht. Aber auch hier das Spiel Shadow the Hedgehog. Hätte ich mir persönlich ja auch so ein bisschen anders gewünscht. Ja, die groben Grundzüge waren ja nicht verkehrt, aber halt, keine Ahnung. Ohne. Wie heißt es hier? Waffen zum Bleistift. Ja, braucht Shadow nicht. Mit Motorrad ist ja okay. Aber mehr braucht man da auch wirklich nicht. Was muss da oben hin? So. Ist zwar jetzt ein bisschen gebuggyost, aber hey. Einfach Kamera in den richtigen Winkel packen und dann dahin springen. Ach, und hier fast runterfallen. Das wäre dann fast meine Bestrafung gewesen. Ja, oder das. Oder alles andere. Boah. Das Spiel will nicht, dass ich hier durchkomme, habe ich das Gefühl. Gut, da komme ich nicht durch. So, mach ich's halt so. Ich bin da ja nicht so, ne? Wichtig ist halt eigentlich nur, dass ich hier jetzt das Ganze hier überlebe. Das irgendwie lebend aus dem Level heraus schaffe. Aber hier haben wir so eine ätzende Stelle, die manchmal einfach nicht richtig funktioniert. Aber wir haben es geschafft. Weil hier fällt man sehr, sehr oft auch irgendwie runter. Einfach nur mal weil. An den Wurm, der halt aus der Decke ragt. Das ist manchmal nicht ganz so prickelnd. Und manchmal meine ich nicht nur ein oder zweimal, nein, auch 50 Mal hintereinander. Ist leider so. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist so. So, und hier auch wieder eigentlich wichtig, ne? Nicht steuern. Dann lass das einfach mal das Spiel machen. Das macht das schon, irgendwie. Weil sonst verkeilst du dich und fällst irgendwo runter, was wirklich nicht sein muss. Ach ja, ach ja. Ja, so wenn halt tatsächlich dann irgendwie die Fangemeinde sich zur Aufgabe macht, dieses Spiel für den PC zu portieren, ja, Fanport und sowas. Es hat ja nicht so viel Arbeit, in Anführungszeichen.
Ja, einfach 8 Level machen. Gefühlt. Und dass wir einfach die ganzen Charaktere portieren. Gut, mit kleinen, wenigen Ausnahmen. Aber sonst ist es in Endeffekt dann eben jenes. Ist so. So, hier gibt es schön viele Extra-Leben. Was ich doch ganz gerne sehe. Dann muss ich vielleicht doch nicht ins Hauptmenü. So. Wir sind noch weit. Nein, wir sind durch. Immer dann, wenn die Kamera dann so umschwenkt und alles, dann sind wir durch. Zumindest mit diesen Flugpassagen. Und ich weiß bis heute nicht, warum wir das mit Shadow machen müssen, mit diversen Gefährten. Also nicht Gefährten, halt Begleiter, sondern Maschinerien zu benutzen. Einfach weil Sega denkt, hey, ist cool. Lass das mal so stehen. Ja, das sind wieder so Kameradinger. Und sie denkt so, ja, nö. Da ist die Kamera manchmal nicht wirklich hilfreich. Hey, da ist ein neuer Buggy. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir wirklich egal. Muss ich da lang? Ich glaube. Auch wenn da Ringe waren und sowas, aber ich meine, die führen einen mehr in die Irre, als dass einen wirklich zum Ziel führen. Ja. Weil die Ringe führten ja letztendlich dann halt in eine ganz andere Richtung. Ja, ich habe einen Bug ausgenutzt. Ja, spring daneben. Ist okay. Alter, ja gut. Geh ich halt hier hin. Ist okay. Geht auch. Ich fand das aber andere, ne? Wesentlich, ne? In Anführungszeichen besser, weil ich habe einen Bug ausgenutzt. Aha. Oh Gott, wo musste ich denn jetzt hier hin? Ach nee, ich glaube, hier musste ich einfach nur auf der Linie bleiben, wo ich bin. Die anderen führten dann nur in die Irre. Jo, sieht gut aus. Eine schöne Feuersäule, oder? So schön. Sind wir schon da? Ich glaube, das heißt nein. Ja, hallo. Ich will doch nur zum Ziel. Ich will doch nur zum Ziel. Dahin? Wenn die Kamera an manchen Punkten einfach nur ein bisschen hilfreicher wäre manchmal, ne? Würde schon viel ausmachen. Ich mach die Wand kaputt. Die Wand kaputt. Hier war das da hinten irgendwie über das Dach. Da ist mein Ziel, wenn ich hinkomme. Und nicht irgendwie seitlich noch runterfalle. Habe ich nämlich auch schon gebracht. Jetzt glaube ich das dritte von 8 Level, ne? Glaube. Ist okay. So. Dann kriegen wir jetzt höchstwahrscheinlich wieder eine tolle Cutscene. Oh Gott, ich weiß, welches Level jetzt kommt. Oh nein. Oh nein. My precious Chaos Emerald, you are also beautiful. Your mysterious brilliance.
Omega? What's he doing here? Seems he's in standby mode. What could have possibly happened to create this future? Yes, this is Rouge. Understood. We'll be there in a minute. It looks like Sonic and his friends have found something too. Let's go. It's not like we can do anything for him now. Yeah. Arme Omega. Oder Omega. You guys are so slow. Look. A Chaos Emerald. Ja, den habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. Katzen kennen wir schon. I may not look it, but I'm a real treasure hunter. Nicht so wie der da. Unlike a certain Echidna I know. What? Nuggets hat auch so einen Grafikfehler oben rechts im Auge, ne? Yeah. I received a signal indicating there's a Chaos Emerald here, but you mean we've got to go through there? Mhm. Wir müssen nämlich jetzt durch dieses tolle Vulkan-Level. You've got to be kidding. Und da haben wir dann auch wieder so eine Stelle, wo halt sämtliche Lichter leuchten müssen. Ja, sowas, was wir schon mit Nuggets machen mussten. Jetzt aber mit Rouge. Ja. Das wird toll. Ich mag das. Nicht mal, wenn ich besoffen bin. Aber das Level an sich ist optisch gesehen okay. Man müsste eigentlich am Leveldesign hier und dort noch ein bisschen was feilen, aber sonst ist es okay. Und es ist halt sonst ziemlich genau das Level von Sonic. Ziemlich genau. Ja, aus dem letzten Level hat man da einfach nur für Shadow hier diese Rennpassage rausgenommen. Hat dann eine Flugpassage gemacht, was man vorher mit Sonic durchlaufen musste. Ja, hallo, der hat mich nicht mal im Ansatz getroffen. Vielleicht die Explosionsrauchwolken davon. Ich liebe es. Wenn man wenigstens erahnen könnte, ne, wo die Dinger runterfallen. Aber nein. Wäre zu einfach. Oh Gott, und hier gab es einige Stellen, wo ich nicht blind mir selbst vertrauen darf. Und einfach meine, hey, da geht's dann wirklich lang. Sondern vielmehr, ich muss eine Alternativweg finden. Wie zum Beispiel hier. Wenn wir hier weitergehen. Rasen wir, egal was wir tun, auf diesen Wurm zu. Das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, dass ich diesen Wurm ausweichen kann. Wahrscheinlich sollte es ursprünglich so gedacht sein, aber es geht nicht. Es geht faktor einfach nicht. Und zumindest nicht in der PlayStation 3 Version. Das habe ich jetzt nicht in der Dingens-Version gewählt. Hier habe ich einen Alternativweg, den ich auch auf jeden Fall mal ausnutze, um irgendwie an diesem Dreckswurm vorbeizukommen. Ohne Spaß. Dieser Wurm ist der Wahnsinn. So. Bitte warten. Ja, ist ja gut. Ja. Yeah. Machen wir das mal. Mache ich viel zu selten. Na, und so können wir ein bisschen schneller attackieren und sind teilweise auch schneller beim Gegner. Ne, mit Lichtgeschwindigkeit, wovon Sonic noch träumt. Ist so. So. Wo ist hier noch ein Gegner? Da oben. So, können wir jetzt da durch? Ja, wir können da durch. Wir können da durch, wir können da durch. Ach ja, und der Laser-Typ hier.
Er schießt dann gerne mal aus der Luft, während man da irgendwie die Gegner attackiert. Das ist ein Traum. Für die ganze Familie.